Glück auf! Willkommen in Gelsenkirchen, beziehungsweise sind wir jetzt heute in Ingolstadt, denn da spielen wir den dritten Spieltag. Ja, der Saisonstart war so mittelmäßig. Wir haben in der Liga ein Spiel gewonnen und ein Unentschieden geholt. Im Pokal sind wir leider rausgeflogen, haben uns aber gegen einen Champions-League-Teilnehmer auf Augenhöhe präsentiert. Von daher ist das eigentlich alles okay. Noch. Wir sind hier in der Liga gemeinsam mit dem SVW in Wiesbaden allerdings die absoluten Top-Favoriten, was den Aufstieg angeht. Deswegen sollte jeder liegengelassene Punkt auch ein potenzielles Alarmsignal sein. Soweit wollen wir jetzt hier und heute noch nicht gehen, aber wir sollten keine weiteren Punkte liegen lassen. Wir spielen gegen Ingolstadt, danach gegen Nürnberg und gegen Kiel. Wir wechseln erstmal zurück zum 3-Spiele-pro-Part-Modus. Es war eine englische Woche und unser Mannschaftskapitän Serdar Avenatti kehrt zurück in die Startformation. Jaria nimmt Platz auf der Bank. Der hat das gut gemacht soweit. Des Weiteren kommt ein bisschen Rotation rein. Schäfer spielt mal für Kummerfeld. Connolly für Lehmann. Alle sind wieder frisch. Frisch nicht unbedingt, aber gesund. Frisch. Teilweise. Koinok kommt für Kopacz. Und ja, wir spielen gegen Ingolstadt. Ansprache schenke ich mir. 15.800 Zuschauer, das ist ausverkauft. Ingolstadt ist Tabellenführer, die haben beide Spiele gewonnen. An Spieltag 1 und 2, was sie im Pokal gemacht haben, weiß ich schon nicht mehr. Jensen Button tippt jedenfalls 2-4 auf uns. Über 3.600 Gästefans hier dabei. Schöne Kulisse. Cilic gegen Dos Santos. Kennen wir doch, aber nee, ist nicht der, das Santos, oder? Spielt der hier gar nicht im Sturm. So, Koinok schaut, leitet das Leder direkt auf links außen weiter. So viel rotiert habe ich jetzt nicht, weil wir doch ein gewisses Qualitätsgefälle im Kader haben. Aber wir haben ja jetzt in Zukunft dann auch kaum noch englische Wochen ohne den Pokal. Koinok, Brückmann, köpft den Ball aus der Gefahrenzone. Rocha nimmt den Ball elegant bis zur Grundlinie mit, flankt präzise in den Strafraum. Direktabnahme Osimhen. Dem Keeper rutscht der Ball durch die Beine und er bleibt auf der Linie liegen. Der Keeper dreht sich, versucht aufzustehen und hat ihn. Boah, da musste man fast schon mit der Lupe hingehen, aber Schiedsrichter hat es dann doch gesehen. Der war nicht drin. Er sah von hier so aus. So, es steht 0-0. Gab einen Aufreger, ansonsten mäßiges Spiel. Koinok macht das gut, bekommt ein Lob, macht keinen überraschten Eindruck. Der Mann ist von sich selbst überzeugt und genauso möchte ich das auch sehen. Geht einfach raus und schießt sie ab. Indirekter Freistoß jetzt für die Gastgeber von rechts. 19 Meter, Reinhardt auf Clark. Connolly bereinigt die Situation. Koinok. Der macht ein gutes Spiel, hebt den mal direkt vor den Strafraum. Osimhen gegen Dakar. Der gewinnt den Zweikampf. Es wird im Spiel mit unserer Beteiligung eher mit Toren gegeizt. So, ich bringe Lehmann für Cilic. Die können, die meisten oder alle können links wie rechts spielen. Das ist viel wert. Magahalies oder wie man es ausspricht, sieht gelb. Das ist der Torhüter. Ingolstadt jetzt mit dem Eckball von links. Clark auf den langen Pfosten. Michalowitsch kommt zum Kopfball und der Ball ist drin. 1-0 für Ingolstadt. Da wird jetzt reagiert. Maschis kommt für Osimhen. Doppelspitze. Einsatz hoch. Offensive Ausrichtung rein. Let's go. Direkt ein Eckball für uns. Eine Minute später Hengel auf den kurzen Pfosten. Der landet im Aus. Was machen wir jetzt? Lehmann geht auf links, Kopacz kommt für Connolly. Die Brechstange muss rausgeholt werden. Der Einsatz wird nochmal erhöht. Und wir verlieren leider 1-0 beim Tabellenführer. Die erste Niederlage in dieser Saison in der Liga. Wir zahlen dennoch 150.000 Euro Prämie. Wofür weiß ich jetzt nicht. Koinok, der beste Spieler. Spiel bekommt die Note 4 mäßig. Wir fallen damit erstmal auf Platz 9. Aber dritter Spieltag muss noch nichts heißen. Dennoch ärgerlich. Preußen Münster gewinnt 4-0 gegen Hoffenheim. Fürth verliert 2-5 gegen Darmstadt. Recht torreicher Spieltag, glaube ich. Unterhaching gewinnt 2-1 gegen Wien Wiesbaden. Ja, die Wiesbadener und wir, wie gesagt,
rein nominell, was die Wettquoten uns angeht, stechen wir hervor in dieser Liga. Deswegen müssen wir natürlich auch besonders darauf achten, was die machen. Da kann ich mich jetzt zumindest freuen, dass die unter uns stehen. Das hilft uns am Ende natürlich nicht, aber es beruhigt jetzt vielleicht erstmal die Nerven. Berliner AK gewinnt 3:1 gegen Rostock. Kiel verliert 0:1 gegen Braunschweig. Ingolstadt gewinnt 1:0 gegen uns. Nürnberg, unser kommender Gegner, gewinnt 2:1 gegen Würzburg. Offenbach verliert 0:3 gegen Jena. Und Hamburg spielt 2:2 gegen RB Leipzig. In der Elf des Tages niemand von uns. Nürnberg. Unsere Fans genießen eine angebliche Fanfreundschaft. Ich weiß gar nicht, wie intensiv sowas gelebt wird. Ob man sich dann gar nicht anpöbelt. Das schwankt wahrscheinlich. So, aber ich glaube, wir haben hier ein gutes Verhältnis zu den Nürnbergern. Nach dem, was man so gehört hat. So, ich lasse jetzt einfach mal die Leute, die gut flanken können, hier die Flanken schießen. Das ist mal eine Maßnahme, nicht wahr? So. Haben wir nämlich drei Experten, die da besonderen Fähigkeiten gesegnet sind. Die machen das dann. So, wir spielen gegen Nürnberg. Da müsste ich ja noch relativ viele kennen. Burns, Gionel, da kennt. Oh, Gobo, alter Bekannter, 27 Jahre. Er ist, der hat ja immer noch die besten Jahre vor sich. Da kenne ich eigentlich fast jeden. Nicht ganz jeden. 1, 2, 3 Namen kenne ich vielleicht nicht. Aber ich kenne fast jeden. Wir spielen jetzt zu Hause. Das letzte Heimspiel hatten wir nicht gewonnen. Wollen jetzt den ersten Heimsieg holen. Nach dem letzten Spiel. Koinok hat gut gespielt. Der bleibt auf jeden Fall drin. Ich würde gern was wechseln, aber es bietet sich gerade nicht unbedingt ein Wechsel an. Lehmann kommt für Knolli. Chitil und Ozimek tauschen einfach mal die Plätze. Ansonsten habe ich nicht viel getan. Aber so ist das dann halt. So. Ach, müssen wir erstmal die Woche noch machen. Cilic scheint heute im Training mit den Gedanken nicht ganz bei der Sache zu sein, verliert einen Motivationspunkt. Tja, das kann immer mal vorkommen. So, Champions League, zweiter Spieltag. Die deutschen Clubs sind hier alle in der zweiten Hälfte, da konzentrieren wir uns mal drauf. Bayern gewinnt 2:1 in Sivasspor, sind mit 4 Punkten auf Platz 2. Bielefeld verliert 4:0 in Istanbul. Da können sie eine gemeinsame Türkei-Reise machen. Und die sind mit 3 Punkten auf Platz 3. Gladbach verliert 1:0 in Neapel, die sind mit 3 Punkten auf Platz 2. Und Wolfsburg spielt 2:2 gegen Athen, die sind mit 2 Punkten auf Platz 2. Europapokal, Europa League. Leverkusen scheidet aus, haben es dann nicht aus der Quali rausgeschafft, verlieren beide Spiele 2:1 gegen Paris Saint-Germain. Folgende deutsche Vertreter jetzt hier in der Europa League Runde 1. Mainz 05 gegen FK Seljesnica oder so ähnlich aus Bosnien-Herzegowina. Wenn ich was getrunken habe, kann ich den Namen aussprechen. So, Kaiserslautern spielt gegen Augsburg. Oh, das ist für deutsche Clubs natürlich... Man muss nicht weit fahren, aber es ist, glaube ich, nicht das, was man sich von Europa League versprochen hat, dass man dann als Augsburg auf Kaiserslautern trifft. Aber ja, die Losfee hat es so gewollt. Wir spielen gegen Nürnberg. Ja, Jungs, ich habe unseren Gegner lange genug selbst trainiert. Mensch, die kenne ich doch alle noch von früher. Also da kann ich euch ein paar Tricks verraten. Fast alle. Blicken in Gesichter, die bereit sind, alles zu geben. Die Ansprachen kommen an. 17.000 Zuschauer, nur 300 Gästefans, da ist noch eine weite Fahrt. Heidi Klum tippt 2:2. Der 9. gegen den 11. Beide mit jeweils 4 Punkten. Los geht's. Eckball für uns von rechts. Jetzt in neuer Besetzung. Cilic auf den langen Pfosten. Burns fängt den Ball sicher ab. Haile Selassie, den kenne ich jetzt nicht so gut, spielt den Ball Richtung Mittelkreis. Gbo, den kenne ich allerbestens. Bestens kann man nicht steigern. Entschuldigen Sie meinen Sprachfuppen. So, den kenne ich bestens. Klugscheißen wollte ich nämlich einmal. So, ich habe nämlich heute Morgen den Duden gelesen und Regan Rocha mit dem 1:0 nach Vorlage. Mario Schäfer, der Stürmer, trifft. Angel Eichmann sieht die gelbe Karte. Indirekter Freistoß
für uns. 20 Meter Hengel tippt an. Der ist auch ein bisschen pissig, dass er nur noch antippen kann, aber immerhin das. Er wird es aber verstehen. Der Ball bleibt in der Mauer hingeführt. 1-0. Wir haben keine gegnerische Torchance zugelassen. Rocher bekommt ein Lob und ich sage, macht konzentriert weiter so. Ist er Rocher oder Rocher? Ich möchte nicht mehr nachfragen, wie man die Namen ausspricht. Ardell sieht gelb. Lehmann, wenn man den Namen ausspricht, kann ich mir denken. Passt auf Rocher. Ich sage jetzt einfach mal Rocher. Es klingt zwar ein bisschen. Was wollte ich sagen? Osimhen. Cilic. Ich würde sagen, Rocher klingt ein bisschen angenehmer vielleicht, aber ich bleibe jetzt einfach mal dabei. So, Cilic. Sind sie mich erst abgelenkt und dann kommen sie jetzt hier nicht aus dem Quark. Da kommt nämlich nur ein harmloser Roller bei raus. Und der wird souverän gehalten. Eichmann hat gelb, deswegen kommt für ihn Kummerfeld in die Innenverteidigung. Möchte keinen Platzverweis riskieren. Für Lehmann kommt Connolly. Das ist ein Wechsel. Da gewinnen wir sogar noch ein bisschen Stärke hinzu. Also viel Qualität, die wir hier haben. 11 Meter für uns in der 75 Minute. Und der Torwart schießt. Ist das Absicht? Ja, aber manche Torhüter können das, manche machen es. Er kann es, er trifft und macht das 2-0. Damit ist der Drops gelöscht. Das ist eigentlich natürlich immer ein gewisses Risiko, was man geht, wenn man den Torhüter schießen lässt. Ein vielleicht unnötiges Risiko, aber solange er trifft, was soll ich ihn davon abhalten? So, ich bringe nochmal Marschis für Schietil. Und haben noch 10 Minuten. Gelbe Karte für Schäfer gegen Meckerns. Das ist doch unnötig. Und eine Schwalbe. Das ist beides unnötig beim Stand von 2-0. Aber wir gewinnen 2-0. Wir haben keine gegnerische Torchance zugelassen und holen den ersten Heimsieg der Saison. 414.000 Euro eingenommen, 166.000 Euro bezahlt. Wir bezahlen fast genauso viel Prämie, wenn wir gewinnen, als wenn wir verlieren. So, Schiedsrichter Ittrich war der beste Mann auf dem Platz. Iredale der beste Spieler. Ich weiß nicht warum. Spiel bekommt die Note 5 schwach. Wir klettern auf Platz 6. Haben jetzt 7 Punkte. Und sehen hier, Karlsruhe Jena spielt 0-0 gegen Unterhaching, Rostock gewinnt 3-2 gegen Münster, wir gewinnen 2-0 gegen Nürnberg, Würzburg gewinnt 3-1 gegen Kiel, Leipzig gewinnt 3-2 gegen Fürth, Darmstadt verliert 0-1 gegen Ingolstadt, die gehen durch die Liga wie Butter, die haben 12 Punkte nach 4 Spielen, perfekte Bilanz, gewinnen öfters 1-0. So, Hoffenheim gewinnt 2-0 gegen Offenbach, Hoffe gegen Offe. Braunschweig spielt 1-1 gegen den HSV und Wien Wiesbaden spielt 0-0 gegen Berliner AK. Auf den Aufstiegsplätzen Ingolstadt, Leipzig und Jena. Wir haben einen Punkt Rückstand auf Platz 3. Jena noch ohne Gegentor, by the way. Auf den Abstiegsplätzen HSV, Fürth, Kiel und Offenbach in der 11. des Tages Rocher und Koinok. Wir hatten das bestbesuchte Stadion. Wir sehen Transfers. Rodriguez von Unterhaching nach Ross County. Gionio Tass von Lens nach Bayern München. Und ja, wir treffen jetzt auf Holzbein Kiel. Die stehen auf Platz 17, haben erst einen Punkt. Offenbach übrigens noch mit 0 Punkten. Wir haben in der vergangenen Woche 100.000 Euro eingenommen. Alle Spieler sind fit. Wir trainieren leicht die Kondition. Die Fans bekommen 500 Freikarten und 500 Karten auswärts. Zuschuss ist eine weite Fahrt nach Kiel. Carsten Feltins gibt es vielleicht auch noch dabei. Ich habe gehört, das trinken die Einheimischen sogar freiwillig. Da weiß ich nicht, ob ich mich davon überzeugen lassen werde, aber vielleicht manchmal. Bin da auch nicht so wählerisch. So, Wouters von Paris Saint-Germain verpflichtet. Über 13 Millionen gehen an VfL Wolfsburg. Sie haben mit ihrem Co-Trainer über verschiedene ihrer Spieler gesprochen, ihm ganz konkrete Hinweise gegeben, auf welche Dinge er bei seinen Schützlingen, bei ihren Schützlingen, bei unseren Schützlingen, ne? Eigentlich gemeinsam. Ne? Einige Spieler, also worauf er besonders achten soll, hier ist auch ein Grammatikfehler. Einige Spieler gewinnen deshalb einen Motivationspunkt. Burhan Stevenson rückt als neuer Spieler in ihre Jugendmannschaft auf. Pokal, Mamma Mia in Italien. Ist mir vollkommen egal. Wenn ich immer Hunger bekomme. Liest sich immer wie eine Speisekarte, was man hier so sieht. Wir spielen in Kiel vor 10.200 Zuschauern. Das klingt nach einer runden Sache. Das ist dann wahrscheinlich ausverkauft. Nach dem jüngsten Sieg sehe ich hier keinen Grund, etwas zu ändern. Ihr müsst rackern und zackern. Die werden sich zu wehren wissen. Mannschaft scheint gewillt, ihr Bestes zu geben. Die Ansprachen fruchten. Ausverkauftes Stadion, 1.700 Gästefans. Der 17. gegen den 6. Wir wollen jetzt nicht wieder Punkte liegen lassen. Günther Jauch tippt 0-3 auf uns. Der Publikumsjoker bestätigt dies. Let's go.
So, Rühle gegen Koinock. Der gewinnt den Zweikampf. Der hat sich mit einer überzeugenden Leistung hier erstmal in die Startformation gespielt. Webster auf Anderson. Der wird nicht angegriffen. Legt sich den Ball seelenruhig auf den stärkeren Fuß. Stolpert. Die Chance ist vertan. Ja, der Hausmeister muss beim nächsten Mal noch ein bisschen genauer den Rasen mähen. Wobei ich nicht glaube, dass man über Rasen einzelne Grashalme stolpert. Cesar sieht gelb. Und hier passiert eigentlich nichts in der ersten Halbzeit. 0:0, das ist mir zu wenig. Ich kritisiere Ozimek. Der gibt mir recht, gelobt Besserung. Jungs, es geht beim Fußball nicht um Leben oder Tod. Es geht um mehr als das. Webster passt zurück zur Strafraumgrenze. Anderson lässt Neves wie ein Anfänger stehen. Ich war mir mal nicht sicher, ob ich richtig lese, ob das Neves oder Neves ist. Ich glaube, es ist Neves. Falls ich es falsch gesagt habe, dann setze ich jetzt in Zukunft öfters meine Brille auf. Webster, Prühl, schiebt Hengel weg. Der Schiedsrichter sieht das und pfeift. Herr Gerach ist sehr aufmerksam. Das ist sehr schön. So, ich glaube, es ist ein V. Neves. Bei einem Mann, der über 26 Millionen Euro wert ist, kann man das schon mal wissen. So, Ozimek spielt immer noch nicht besser. Deswegen geht Titel zurück auf die 10 und für Ozimek kommt Machis. Machis oder Machis? Bei dem einen sage ich Rocha, bei dem einen sage ich Machis. Aber dieses Apostroph auf dem I, der Akzent auf dem I, Apostroph ist was anderes, der lässt es mich irgendwie vermuten. Der kommt aus Israel und Rocha kommt aus Deutschland. Ja. So, wir gehen in Führung. Maxim Lehmann, erstes Saisontor. Leo Neves, nicht Neves. Und gelb-rot für Cesar. Damit haben wir jetzt einen Mann mehr und ein Tor mehr. Und noch ein Eckball obendrauf. Ist ja wie Weihnachten. Cilic zu Kannen. Köpft den Ball aus der Gefahrenzone. So, dann sehe ich, dass Schäfer hier nicht überzeugt. Für ihn kommt Kummerfeld. Und wir haben noch 10 Minuten. Hengel überzeugt auch nicht. Bleibt aber drin. Kopec kommt für Cilic. Rocha geht auf Rühle zu, verliert den Zweikampf. Kummerfeld nimmt den Ball mit, versucht zu schießen. Es kommt nur ein harmloser Roller dabei raus. Der Keeper Snorre hat damit keine Probleme. Und wir gewinnen wieder zu 0. Die nächsten 3 Punkte auf dem Konto zahlen 167.000 Euro. Schiedsrichter Gerard war der beste Mann auf dem Platz. Avenatti, der beste Spieler, spielt, kommt die Note 5 schwach und wir klettern einen Platz von 5 auf 6. Haben jetzt 10 Punkte nach 5 Spielen. Ich glaube, ein Punkteschnitt von 2,0 ist ganz gut. Nürnberg spielt 1:1 gegen Darmstadt. HSV gewinnt 2:0 gegen Wiesbaden. Ja, Wiesbaden, die haben ganz andere Probleme. Die stehen jetzt nämlich auf dem Abstiegsrang. Fürth verliert 3:5 gegen Jena. Torreiche Spiele hier mit Fürther Beteiligung. Schon ein Torverhältnis von 9:15. Bei uns im Vergleich 6:3. Kiel verliert 0:1 gegen uns. Würzburg spielt 1:1 gegen Braunschweig. Ingolstadt mit der ersten Niederlage der Saison verlieren 1:2 gegen Leipzig. Und genau dadurch haben sich auch die ersten beiden Plätze getauscht. Leipzig auf 1, Ingolstadt auf 2. Offenbach spielt 0:0 gegen Rostock. Der erste Punkt der Saison für sie. Münster spielt 2:2 gegen Berlin. Und Haching gewinnt 2:0 gegen Hoffenheim. In der Torjägerliste Rocha auf Platz 20, in der Scorerliste niemand. In der 11 des Tages Keeper Avenatti. Wir sehen Transfers. Martinelli von Heidenheim nach Manchester United. Wouters von Wolfsburg nach Paris Saint-Germain. Abu Hazira von Gladbach nach Porto, der uns aus dem Pokal geschossen hat. Schmid von Fürth nach Toulouse. González wird zum Kauf umworben. Das höre ich mir dann doch mal an. Wir haben in der vergangenen Woche 190.000 Euro verloren. Gucken mal in die anderen Ligen. Innenregionalliga Nord. Ganz oben Wolfsburg 2, Flensburg, Magdeburg. Ganz unten 1. FC Köln, Chemnitz, Lotte und Erfurt. Regionalliga Süd. Ganz oben Augsburg 2, Stuttgart, Aue. Ganz unten Schweinfurt, Elversberg, Homburg und Steiger. Nicht Steiger, Heiger, Steinberg, Heiger, Steinberg oder Steinbach? Steinbach, Heiger, Steinberg, Heiger. Ich sag einfach mal Heiger. So, in der ersten Liga ganz oben Lautern, dahinter Augsburg, Freiburg, Union, Gladbach und Düsseldorf. Ganz auf den Abstiegsplätzen sehen wir Cottbus, Frankfurt und Dortmund. Es gibt im deutschen Fußball keine Mannschaft mit noch 0 Punkten. Das sah in der Vergangenheit öfters mal anders aus. In der Heimtabelle sind wir auf Platz 10, in der Auswärtstabelle auf Platz 4.
in der Tabelle der ersten Halbzeit auf Platz 8, Tabelle zweiter Halbzeit auf Platz 4. Hat natürlich alles noch nicht viel zu sagen. Vorstand ist einigermaßen zufrieden. Ein Lächeln auf dem Gesicht. Ich habe ja auch noch bis zum Ende der Saison Vertrag. Sollte ich auch bedenken, nur diese Saison. Habe ich immer noch die Aktien eigentlich? Nee, hab ich mal verkauft. Ne? So, bei den Fans wird man auch beliebter. Gucken mal, was unsere Jugend so macht. So, Stevenson bekommt erstmal einen Vorvertrag. Ich sehe auch einige, die gut flanken können. Unsere A-Jugend ist in der Bundesliga auf Platz 15. Unsere B-Jugend ist in der Bundesliga, ist gar nicht in der Bundesliga, ist in der zweiten Liga auf Platz 10. Unsere C-Jugend ist in der zweiten, ist gar nirgendwo hier. Nee, doch, ist in der zweiten Liga auf Platz 17. So. Ich denke, wir können zufrieden sein. Wir haben einen Punkt Rückstand auf Platz 3, drei Punkte Rückstand auf Platz 1. Wir spielen beim nächsten Mal gegen Braunschweig, Würzburg und Hoffenheim. Zwei Auswärtsspiele hintereinander. Braunschweig, Würzburg und Hoffenheim. Die stehen auf Platz 6, Platz 7 und Platz 12. Es hat doch den Anschein, als könnte man da einige Punkte holen. Wir sind eigentlich in jedem Spiel der Favorit. Deswegen will ich auch beim nächsten Mal mindestens 7 von 9 Punkten, möglichst keine Punkte liegen lassen. Das haben wir heute, hier und heute, leider in den letzten 3 Wochen leider getan. Aber mit 6 Punkten aus den letzten beiden Spielen kann man dennoch zufrieden sein. Behaupte ich mal. Tschüss und auf Wiedersehen.